So, 20 Kilometer aus Amersfoort raus. Und ich bin schon auf Flevoland, der Provinz, die komplett aufgeschüttet wurde. Puh. Leute, ein Daumen hoch für erneuerbare Energien in den Niederlanden. Das ist, ich verstehe mal nicht, wie Leute sagen können, ja, boah, das verschandelt die Natur. Ganz ehrlich, wenn ich hier jetzt einen Braunkohletagebau hätte, wird das viel schlimmer aussehen. Ich finde, das passt irgendwie voll zu der Natur hier. Oder naja, sagen wir mal eher der Kulturlandschaft, aber, jo, sieht echt cool aus, vor allem mit so einem Radweg hier. Hier gibt es überall Radwege in nahezu perfekter Qualität. Jojo, ich fahre jetzt weiter nach Almere. Das meinte ich mit dem Wasser. Es geht jetzt, ich fahre jetzt nach Almere und es geht jetzt noch ungefähr 6 Kilometer so weiter. Das ist so wunderschön und diese Windkraftanlagen mit nur 2 Rotoren sind ja mal mega crazy. So, tschüss Provinz Flevoland. Ich fahre jetzt in die Richtung weiter. Das steht schon Utrecht, wenn ihr das sehen könnt. Das war ganz cool, weil der Weg, den sieht man hier so ein bisschen auf den Damm drauf. Der ist ein bisschen länger, aber halt relativ flach. Das macht es sehr angenehm, da hochzufahren. Also die Niederländer, ja, die denken schon echt mit, was Fahrradwege angeht. Hier jetzt einfach Weiden, Ackerland und ab und zu so eine Tafel auf Niederländisch, Deutsch und Englisch. Ich bin jetzt hier, da wo Ustart hier steht und ich will nach Barn, also muss ich einfach nur die Strecke immer weiterfahren. So, das waren jetzt 75 Kilometer und ich bin immer noch nicht zurück. Ich glaube, ich brauche jetzt noch mal 15 Kilometer nach Amersfoort. Ich war jetzt gerade hier bei Albert Heijn in Barn, habe mir Bio-Apfel-Orangensaft geholt, den ich in meine Trinkflasche umgefüllt habe, und Erdbeeren, weil ich da gerade voll drauf Bock hatte. Die kommen sogar aus den Niederlanden. Und diese kleinen Tomaten, das werde ich jetzt noch ein bisschen essen, bevor ich dann zurückfahre. Ich glaube, das ist dann die längste Radstrecke, die ich in einer sehr, sehr langen Zeit zurückgelegt habe. Vielleicht sogar die längste Radstrecke, seitdem ich Rad fahre. Könnte sein. Okay, ich bin jetzt zurück. Ich habe das auf Strava. Insgesamt wurden es 90 Kilometer in 3 Stunden 23 und ich musste quasi in der Mitte oder auf der Hälfte des Weges musste ich mein Navi fürs Fahrrad einmal ausmachen und wieder anmachen, weil der Akku schwach war und ich dachte, der packt das nicht mehr, und am Ende konnte ich das dann mit so einem Tool, konnte ich die 2 Strecken zusammenführen. Das war ganz cool. Bin also hier von Amersfoort, wo ich halt jetzt wohne, nach Nijkerk gefahren und dann ungefähr so hier stand ich an so einer Brücke und dann dachte ich halt so, hä, ist das nicht Flevoland da drüben? Und dann so, ich war so schon voll lange nicht mehr in Flevoland, dann bin ich halt nochmal diesen sehr ungeplanten Schlenker hier gefahren, hier an so einem Deich ran, wo auch diese verrückten Windkraftanlagen stehen mit nur 2 Rotoren. Durch Almere Haven und Almere Stadt, und Almere Stadt fand ich ziemlich langweilig. Bin dann zurückgefahren, so, geradeaus. Das sieht wirklich so aus, als ob der die Verbindung verloren hätte, aber die Straße ging komplett geradeaus. Über Barn hier, fast bei Hilversum, an Soest vorbei, bis zurück nach Amersfoort. Und ich hoffe, ich bin im Bild. Ich habe auch immer noch das Stativ nicht mitgenommen. Was ich damit auch so ein bisschen zeigen wollte, ist, dass das kann man machen, aber das muss man nicht machen, wenn man sich nach Starch Solution ernährt. Also es wird einem manchmal so suggeriert, so, ja, du musst dir ein Rennrad kaufen und du musst voll viel auf dem Rennrad sitzen. Das musst du nicht, wenn du Gewicht verlieren möchtest zum Beispiel oder wenn du gesund werden möchtest. Ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, dass ich so genannt habe, ich glaube, muss man Sport machen, um abzunehmen oder irgendwie sowas. Ist schon länger her. Ich glaube, das ist aus dem letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Oder Anfang diesen Jahres, ich weiß es gerade nicht. Und in dem Video habe ich halt gesagt, nein, man muss keinen Sport machen, um abzunehmen. Und da stehe ich nach wie vor zu. Ich glaube, dass es für viele Menschen halt nicht notwendig ist, Sport zu machen. Aber, jetzt kommt das große Aber, was ich glaube, in dem Video damals nicht deutlich genug gemacht habe. Und das ist,
Ihr solltet es trotzdem machen. Ihr solltet es trotzdem machen, weil es vielleicht zum Abnehmen nicht nötig ist. Aber das ist nicht, Abnehmen sollte nicht der Grund sein, warum man sich gesund ernährt, sondern es sollte, der Grund sollte sein, dass man gesund leben möchte. Und zu einem gesunden Lebensstil gehört zumindest Bewegung dazu. Egal, ob man jetzt einfach nur durch die Gegend läuft oder joggt oder so. Bewegung. Ich sage immer so 10.000 Schritte am Tag. Das klingt viel, ist aber machbar. Oder irgendeine Routine entwickeln, dass man so ein bisschen Sport am Tag macht. Zum Beispiel The Minimalists haben sich einfach gesagt, so, okay, ich setze mir eine willkürliche Anzahl von Minuten, so 18 Minuten am Tag oder so, vollkommen willkürlich. Und genauso viel Sport mache ich jeden Tag, dass man da eine Routine entwickelt. Das ist wichtig. Es ist wichtig, sich zu bewegen. Dafür wurde unser Körper gemacht. Unser Körper wurde nicht dafür gemacht, um täglich 10 Stunden im Stuhl zu sitzen oder so. Daher kommen dann auch so viele Rückenprobleme, vermute ich. Jeder, die WHO, Deutsche Gesellschaft für Ernährung und so, auch wenn die Unsinn sagen zum Teil, so Milchprodukte sind voll gut für die Knochen oder sowas, oder allgemein für den Körper, zumindest, dass sie sagen, dass Sport oder Bewegung wichtig ist, da sollte man schon drauf hören, finde ich. Und ich glaube halt, dass ich das nicht deutlich genug gemacht habe in dem Video damals. Deshalb sage ich das hier nochmal in aller Deutlichkeit, damit keiner hingeht und sagt, aber High Carb Christian sagt, man muss sich nicht bewegen. Das Ziel von einer gesunden Ernährung, wozu ich halt auch Starch Solution zähle oder das, was Barnard sagt oder Gregor oder so, ist gesund zu werden oder gesund zu bleiben, wenn man bereits gesund ist. Und das geht nicht ohne Bewegung. Auf McDougall zum Beispiel gegen Radfahren ist, weil er halt sagt, ne, es ist zu gefährlich, wo ich irgendwie so denke, so, okay, aber. Er hat es wahrscheinlich eher so für 50-, 60-Jährige geschrieben, die halt keinen Plan von Radfahren haben. Jeder sagt, dass es wichtig ist. Und es ist halt wirklich wichtig. Es ist wichtig, sich zu bewegen. Es muss kein Leistungssport sein. Nicht jeder muss Triathlon machen. Nicht jeder hat Zeit dafür. Nicht jeder hat Bock darauf. Bei mir zum Beispiel beides. Ich habe da keinen Bock drauf, weil, keine Ahnung, ich habe mir auch ein Rennrad gekauft, weil es mir Spaß macht. Nicht, weil ich irgendwie an irgendwelchen Wettkämpfen teilnehmen möchte. Deshalb bewegt euch, Leute. Das ist wirklich wichtig. Jetzt vor allem, wenn der Winter wiederkommt. Wenn es draußen kalt ist, wenn es draußen dunkel ist, wenn es feucht ist, neigt man dazu, nur zu Hause rumzusitzen. Und das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, weil auch das Lymphsystem zum Beispiel wirklich darauf angewiesen ist, dass man sich bewegt, damit es halt funktionieren kann, weil das ansonsten nicht geht ohne Bewegung. Das muss durchgepumpt werden. Und das geht halt nur, wenn man sich irgendwie bewegt. Also lauft zumindest durch die Stadt. So jeden Tag 10.000 Schritte oder sowas. Und wenn ihr das nicht könnt am Anfang, dann fangt mit 500 an oder fangt mit 1.000 an oder so und versucht euch langsam zu steigern. Aber dass ihr mindestens irgendetwas macht, das ist für euren Körper sehr, sehr wichtig und das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, das habe ich jetzt sehr oft erwähnt. Ihr wisst aber, was ich meine. Dementsprechend, ja, das war ein Response-Video zu einem Video von mir. Das ist cool oder gruselig. Ich weiß es noch nicht. Ja, das ist, glaube ich, alles, was ich sagen wollte. Wir sehen uns in einem nächsten Video.